Gute Sorimier, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, als allererstes wollte ich mich bei euch alle da draußen bedanken, ne, für eure Unterstützung. So, wir kommen zum heutigen Thema, ne? Wir werden schauen für alle 12 Sternzeichen, ne, das ist hier sehr wichtig. Wir werden uns anschauen, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe anziehe in meinem Leben, ne? Es sind ja sozusagen Dinge in unserem Unterbewusstsein, ne? Und dieses Mechanismus wird sozusagen eingeschaltet, ne? Und wir merken das gar nicht, ne? Weil wir noch Dinge haben zu bearbeiten, ne? Das ist jetzt nicht ein übliches Video wie anderen Videos, ne? Ich habe das auch geschrieben in der Community, sondern ich möchte wirklich wissen, woran es hapert bei euch, ne? Wie gesagt, das ist eine kollektive Legung, ne? Für dich da draußen. Wenn du dir dieses Video anschaust, bedenke, dass wir ganz viele Menschen sind, ne? Und das muss nicht immer alles wortwörtlich mit dir in Resonanz gehen. Von dem her, hör dir deine Energie, ne? Dein Sternzeichen sozusagen an und hör dir auch dein Aszendent, dein Mondsternzeichen und dein Venussternzeichen, ne? Das hat ja sozusagen auch eine große Rolle, ne? Und deswegen ist es so, dass nicht alles mit dir hundertprozentig in Resonanz gehen kann. Deswegen sage ich ja immer wieder, hört euch auch die anderen Energien an, ne? Das ist sehr wichtig. Okay, wir legen dann los. Ich fange wie gewohnt an bei den Widder. Wie gesagt, ich werde dann immer ein Video hochladen, wenn ich diese Zeit sozusagen auch habe, ne? Also je nachdem, wie die Zeit so mitspielt. Okay. Ich bitte dich, geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, atme tief ein und atme aus. Super. Diese Blockade haben wir auch gelöst. Das ist wirklich sehr wichtig, dass du immer präsent bist, ne? Bei jeder Legung, dass du immer wieder wirklich dich sozusagen von diesen Gedanken erlöst, ne? Und dann dir auch Zeit nimmst, ne? Für diese Legung und wirklich dann richtig zuhörst, ne? Okay, lass uns starten, ne? Wir haben ein paar Karten vor uns. Wir legen los. Hallo lieber Widder, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute anschauen, was kann ich an mir verbessern, damit ich mehr Liebe anziehe. Ne? Ich werde einmal diese Physik-Tarot-Karten benutzen. Ich habe die kleinen Arkanen sozusagen rausgenommen. Das sind nur noch die großen und die Chakrenkarten übrig geblieben. Ne? Damit wir uns auch sehen können. Ne? Das ist ja alles sozusagen eine Mansion der Seele auch. Deswegen habe ich die großen Arkanen gelassen. Ne? Das ist hier wirklich ein wichtiges Thema, damit wir auch schauen können, woran liegt das Problem? Ne? Wieso ziehe ich einfach nicht die richtige Person in meinem Leben? Wieso habe ich Unglück, ne, in der Liebe? Das ist ja klar, ne? Das kommt alles von unser Unterbewusstsein. Manchmal ist es so, dass du das gar nicht merkst. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, lieber Witter, wenn du dir diese Legung anhörst, solltest du wirklich offen sein. Das sind Dinge, die dir gar nicht bewusst sind, ne, was ich jetzt hier sagen werde, ne? Ich bitte dich, lieber Widder, hör dir auch deine anderen Energien an. Das ist sehr wichtig. Dann kannst du valutieren, ne, was sozusagen umsetzbar ist. Das ist nämlich hier eine kollektive Legung. Es kann auf dich zutreffen, aber es muss nicht, ne? Aber ich glaube nicht an Zufälle. Das sage ich immer wieder, ne? Wenn du hierher gestoßen bist, dann muss auch, wenn es nur ein Wort ist, sozusagen umsetzbar sein, ne? Okay, lieber Widder, wieso siehst du nicht die richtige Person in deinem Leben und was kannst du verbessern in deiner Situation, in deiner Liebessituation, ne? Damit du hier mehr Liebe anziehst im Kollektiven. Ah, wir wollen eine Karte und die möchte ich jetzt haben. Jawohl. Aha. Die Mäßigkeit. Wir müssen hier geduldig sein. Das ist ein großes Thema bei diesem Widder, Schütze, Löwe.
Das ist so, als ob du hier als großes Thema, das ist dein Hauptthema, ne? Du bringst nicht diese richtige Geduld. Es muss alles sofort geschehen. Das ist so, als ob du dir auch selber nicht die gewisse Zeit gibst, ne? Und wir wissen ganz genau, die Mäßigkeit ist auch Yin und Yang, eine Integration, ne? Wir sollten wissen, dass wir immer eine männliche und eine weibliche Seite brauchen. Es könnte gut sein, dass du hier entweder zu sehr tendierst, die weibliche Seite zu benutzen oder die männliche Seite. Wir wissen ganz genau, es ist wichtig, dass wir beides benutzen, ne? Wie gesagt, du brauchst sehr viel Geduld und du musst auch den anderen diese Geduld geben, ne? Das ist hier sehr wichtig, lieber Widder. Machen wir mal weiter. Wie gesagt, wir lassen das nicht so. Das ist nämlich wirklich ein Video, das uns wirklich auch weiterhelfen kann. Ich habe mir gedacht, nicht immer diese üblichen Videos über Liebe, sondern wir wollen ja auch wissen, woran machen wir einen Fehler oder was ist an uns falsch? Ne? Das ist ja klar. Du machst etwas Falsches. Es ist jetzt kein Eingriff, ne? Das ist kein Angriff an niemanden. Das ist ja so, du möchtest dich verbessern, damit du wirklich auch die richtige Person anziehst. Das ist wirklich sehr wichtig. Okay. Jetzt schauen wir mal mit dieser Impulskarten, ob sie uns noch mehr Informationen geben. Picken wir mal eine im Kollektiven. Verständnis. Niemand möchte dich absichtlich verletzen. Wow, das widerspiegelt sich wieder hier. Was ich ja vorhin gesagt habe, du hast hier die zwei vorne, das sind Entscheidungen, ne? Du weißt ganz genau, das sind auch Entscheidungen zu treffen, die nicht immer einfach sind, ne, für unser Leben. Aber die zwei ist auch dieses Dualismus, ne? Du brauchst hier wirklich diese Integration. Das ist wirklich wichtig für dich, ne? Damit du sozusagen diese vier erreichen kannst, ne? Die vier ist eigentlich, wie kann man das nennen? Das ist ein Standpunkt, ne? Die vier ist ein Fundament auch sozusagen, ne? Wir brauchen diesen Standpunkt. Und es ist wirklich wichtig, dass du hier auch die anderen sozusagen diese Zeit gibst, was ich ja dir vorhin gesagt habe, Verständnis, ne? Sich in anderen hineinversetzen zu können. Das ist sehr wichtig, ne? Dass du auch mal die Situation nicht nur von deiner Seite siehst, lieber Widder, sondern auch von der anderen Seite. Ich sage das wieder, ne, lieber Widder, das ist kein Angriff. Wir nehmen nur die Karten, um uns behilflich zu sein, ne? Ich möchte dir helfen in dem Hinsicht, dass ich dir sage, versuche auch mal die andere Situation, die andere Person, die gegenüber von dir ist, ne, sie zu verstehen. Das ist ja so, wir machen das manchmal unbewusst, ne? Wir tendieren immer, ja, irgendwie uns zu verteidigen. Das ist immer sozusagen der Verstand. Der Verstand wird dich immer verteidigen, wird immer sagen, unser Kopf sozusagen Lamente, das ist unser Verstand, ne? Wird immer versuchen, das ist wie so ein, sagen wir mal, ein Krieger, ne? Ein Krieger, der dieses Tor bewacht, ne? Und sagt, nein, du kommst hier nicht vorbei, weil ich muss dich sozusagen bewahren von diesen Schmerzen. Das ist der Verstand, das ist die Persönlichkeit, ne? Das ist sehr wichtig, ne? Und du brauchst jetzt hier diese Integration, ne? Du musst ganz genau verstehen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern es gibt auch diese dritte Möglichkeit, ne? Das ist sehr wichtig, weil du hast wieder als Quersumme hier die 6. Und die 6 ist auch wirklich eine vollkommene Zahl. Die 6, wenn wir das uns sozusagen vornehmen, bei dem kleinen Arkanen Triumph. Ne? 6 ist auch eine weibliche Zahl, ne? Und gibt auch ein festes Standpunkt, ne? Wenn wir etwas erreichen. Ne? Das ist wirklich wichtig, wenn du die richtige Person anziehen möchtest. Ne? Solltest du wirklich dich auch in anderen hineinversetzen können. Ne? Sehr wichtig. Und keiner hat diese Absicht, ne? Das ist ja klar. Keiner möchte dich wirklich verletzen. Das ist der Verstand, der immer irgendwie uns sozusagen
ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, manipuliert. Aber ich finde jetzt kein anderes Wort für manipulieren. Das ist manchmal so, ne? Wir selber manipulieren uns, ne? Mit dem Verstand, weil wir sind nicht nur Verstand, lieber Widder. Das ist sehr wichtig, ne? So, machen wir mal weiter, weil ich werde jetzt auch die Tarotkarten benutzen, ne? Also, ich werde jetzt mal eine Karte von den Crowley, sozusagen von den Tarotkarten picken, ne? Das wird das Hauptthema. Siehst du, ich habe jetzt zum Beispiel, ne, das ist jetzt wirklich kein Zufall, ich habe die Karten umgetreten, die Tarotkarten, und da kommen die Liebenden. Du weißt ganz genau, die Liebenden sind wieder Yin und Yang. Das ist sozusagen zwei Menschen, die sich gegenseitig anschauen, in die gleiche Höhe. Aber es ist wichtig, auch dem anderen diese Wichtigkeit zu geben. Die andere Person sollte das spüren, dass sie auch wichtig ist, ne? Wenn du dich aber nicht in den anderen hineinversetzen kannst, kann das auch keiner mit dir tun, ne, lieber Witter. Das ist klar. Okay. Jetzt drehen wir sie wieder um. Jetzt holen wir uns eine Tarotkarte, um uns die Situation besser anzuschauen, ne? Das ist wirklich ein Video, der dir helfen sollte, ne, lieber Widder. Ich möchte hier niemand angreifen. Das ist dir sehr wichtig. Deswegen habe ich das Video auch gedreht. Wir wollen nicht nur wissen, ob derjenige oder diejenige uns sozusagen mag oder Gefühle hat, sondern wir wollen auch wissen, woran wir sozusagen oder wo liegt das Falsche in uns, ne? Was machen wir falsch? Sehr wichtig. Okay, du hast hier der Kaiser, das ist hier der Herrscher. Das ist so, als ob du wirklich diese maskuline Seite im Vordergrund setzt. Das ist hier eindeutig, ne? Eindeutig. Das ist diese aktive Seite. Also, du brauchst auch diese weibliche Seite. Es existiert nicht nur der Herrscher, ne? Das ist ja auch der Herrscher, sondern es gibt auch die Herrscherin. Das ist so, als ob du eher in der Beziehung tendierst, die anderen rumzukommandieren. Wirklich, lieber Widder, das ist kein Angriff. Ich weiß, ich mache ein Thema, das ist wirklich nicht einfach, aber das ist für dein Gunsten, ne? Für dein Gutes, damit du hier sozusagen die richtige Person anziehst. Es ist so, als ob hier immer alles nach deiner Pfeife tanzen muss. Ob du jetzt irgendwie immer dieses Bedürfnis hast, dass die anderen das tun müssen, was du möchtest. Ne? Da muss man wirklich achten. Lieber Widder, es ist so, das könnte auch unbewusst passieren. Ne? Du merkst es gar nicht. Aber es ist so, ne? Du bist ja auch dieses Feuersternzeichen. Wir wissen ganz genau, Widder ist ein dickköpfiger Mensch. Ne? Das ist jetzt hier kein Angriff. Ne? Ich sage das immer wieder. Aber das ist so, ne? Das könnte für jemand auch sozusagen betreffend sein, sagen, ach nein, ich bin doch gar nicht so. Aber das weißt du nicht, ne? Weil du merkst das nicht. Das merken die anderen, ne? Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Ich werde jetzt zwei Tarotkarten picken, um mir die Situation besser anzuschauen, ne? Was du noch falsch machst, ne? Was du an dir verbessern könntest, ne? Wir haben ja vorhin gesagt, dich in die anderen hineinversetzen zu können, ist schon eine Verbesserung. Die anderen auch verstehen. Du bist auch ein Mensch, der auch tendiert. Ich hole mir jetzt mal. Aha, okay. Da hast du wieder die zwei. Ich habe mir jetzt gedacht, ich hole mir noch die Tarotkarten und drehe jetzt die Tarotkarten um, damit ich sozusagen hier am Ende des Tarot mir auch anschauen kann, was rauskommt, ne? Also, bevor du eine Beziehung sozusagen eingehst, das ist so, als ob du wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, du schmeißt dich, sondern es ist so, als ob du nicht genug, ja, ich versuche jetzt das richtige Wort zu nehmen. Das ist so, als ob du nicht genug Informationen oder wie wenn du jetzt diese Person schnell wie möglich kennenlernen möchtest und dir gar nicht mal diese Pro und Contra anhörst. Es ist so, als ob hier wirklich, wie ich gesagt habe, alles immer schnell, schnell gehen muss. Und du gar nicht dir diese Zeit lässt. Ne? Du hast hier wieder die zwei.
Das ist ja klar, ne? Wir können nicht einen Mensch sofort kennenlernen. Auch nicht nach 20 Jahren wirst du diesen Mensch richtig kennenlernen. Der Mensch hat immer mehrere Facetten, ne? Dieser Mensch hat immer mehrere Seiten. Und um mehr ihr euch kennenlernt, um mehr dieser Charakter kommt auch raus. Und es ist so, als ob du diese Gelegenheit, ne, die in deinem Leben auch kommt. Das ist so, als ob du diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würdest. Das ist so, als ob du auch nicht nur an diesen, wie kann man das sagen? Das ist jetzt wirklich eine Sache, die nehmt ihr mit Pinzette, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, dass es mit euch in Resonanz geht, aber das könnte auch gut sein, dass es gar nichts mit dir zu tun haben könnte. Lieber Witter, es ist so, als ob du auch bei dieser Person nicht nur dieses, wie ich ja vorhin gesagt habe, also nicht nur, also das Aussehen spielt eine große Rolle, sagen wir das mal so, ne? Nicht nur der Charakter ist sozusagen das Allerwichtigste, sollte eigentlich das Charakter sein, ne? Und da, bei dir ist es aber nicht so, lieber Witter. Es kommt mir hier so vor, als ob du auch diese Äußerlichkeit, du setzt sehr viel an diesen Äußerlichkeit. Es ist sehr wichtig, dass du dieser Person, ne, sozusagen valutierst. Also ich weiß nicht, wie ich das dir auf Deutsch sagen kann. Das ist so, als ob du jetzt, sagen wir mal so, du gibst einer Person jetzt eine Zahl, ne? Du sagst, okay, ich vote dich oder ich gebe dir einen sozusagen eine Zahl von 1 bis 10, ne? Und das ist so, als ob du nur den Aussehen dir anschaust, ne? Valutierst. Du valutierst nur das Aussehen von einer Person. Und das Rest kommt erst später. Und das ist das Fehler, was du tust. Die Person hat nicht nur diese Schönheit. Diese Schönheit vergeht irgendwann mal. Lieber Witter, es bleiben die inneren Werte. Weißt du, was ich meine? Das ist wichtig, dass du wirklich auch diese innere Werte wahrnimmst. Ne? Ich vermute auch ganz stark, dass es irgendetwas mit deiner Kindheit auch zu tun haben könnte, durch diese Karte. Sechs der Kelche, Erinnerungen. Ne? Das ist ja klar. Was hast du für ein Verhältnis gehabt zu deinen Eltern? Wie haben deine Eltern dich gesehen? Was haben sie immer valutiert? Das ist so. Lieber Witter, das ist kompliziert, aber ich erkläre das dir wirklich so leicht wie möglich, ne, dass du das verstehst. Es gibt Eltern, ne, die sozusagen seine Kinder valutieren, ob sie jetzt gut sind in der Schule, ob sie die Nummer 1 sind. Ne, das ist damit gemeint. Es ist so, als ob deine Eltern könnte gut sein. Ne, das ist jetzt nicht hundertprozentig, lieber Witter. Das ist hier eine kollektive Legung. Bitte nicht vergessen. Es ist so, als ob hier deine Eltern wirklich dich valutiert haben, in dieser Gesamt warst du in der Hinsicht immer gut. Ne? Warst du gut, dann okay. Aber nicht auch, wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast. Ne? Wir wissen ganz genau, Kinder, wenn sie einen Fehler machen, sollten wir sie trotzdem auch loben können. Fehler machen ist menschlich und vor allem ein Kind. Ne? Sagen wir mal ein Beispiel, das sage ich dir jetzt gleich. Du hast jetzt, anstatt du eine 1 oder eine 2 geschrieben hast, ne, in der Schule hast du mal eine 4 geschrieben. Und deine Eltern haben deswegen irgendwie dich, ja, nicht dir diese Wichtigkeit gegeben. Und die fehlt dir jetzt. Und das fehlt gerade jetzt, ne? Diese Wichtigkeit, die gibst du weiter an den Personen. Das ist sozusagen diese Mangel, die du hast, lieber Witter. Das fehlt dir. Du gibst die Menschen erst um Valore. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Valore, das fällt mir nicht ein. Du gibst dieser Person diese Wertschätzung. Du gibst eine Wertschätzung nur, wenn diese Person schön ist, etwas Gutes macht. Weißt du? Also ich hoffe, dass du mich verstehst. Ne? Die Person hat nicht nur die Schönheit, hat nicht nur eine Äußerlichkeit, sondern die Person hat auch einen Charakter, hat eine Seele, hat einen wirklich, ja, hat Gefühle, hat Emotionen und die gehören auch mit dazu. Ne? Und das ist gerade bei dir, ne? Das ist diese mangelnde
was du sozusagen an andere auch falsch machst. Ne? Das machst du sozusagen nicht absichtlich. Ne? Das könnte auch gut sein, das ist alles Unterbewusstsein. Ne? Du machst es gar nicht extra. Das ist so, als ob du die anderen gerne rumkommandierst, ne? Sagst, was sie machen sollten, ohne dass wir das merken. Ich kenne das. Ich bin da auch durchgegangen durch diese Situation. Ich bin Löwe und der Löwe ist genauso. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ohne dass ich das gemerkt habe, habe ich das früher öfters gemacht. Ne? Ich sage am Anfang von unserer Beziehung und dann wirklich, dann habe ich mich mit dieser spirituellen Welt beschäftigt und habe gemerkt, dass ich wirklich rumkommandiere. Das gibt's wirklich. Ne? Also ich meine Löwe, Widder und wie gesagt, Schütze könnten wirklich auch sozusagen das in sich haben als Charakter. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, ne, lieber Widder. Aber wie gesagt, ich bin da auch durchgegangen und ich weiß ganz genau, dass wir das gar nicht absichtlich machen. Das machen wir nicht absichtlich. Das gehört sozusagen zu unserem Charakter auch dazu. Und wenn du jetzt das weißt, könntest du wirklich auch den anderen ein bisschen diesen Freiraum geben. In der Hinsicht, dass du den anderen auch mal entscheiden lässt, und nicht immer sozusagen ja, den anderen versuchst, rumzukommandieren. Ne? Und sehr wichtig, die Person, die sozusagen in deinem Leben auch eine wichtige Rolle spielen sollte, sollte nicht nur das Aussehen haben, ne? Sollte wirklich auch einen schönen Charakter haben. Das ist so, als ob, machen wir mal ein Beispiel, lieber Widder, wenn du jetzt Frau bist, ne? Es könnte gut sein, bei dieser Legung bist du so eine Frau, die immer wieder Arschlöcher, irgendwie immer Arschlöcher anzieht. Immer diese Macho und diese Narzissten. Und wieso? Weil es an dir liegt. Weil du immer diese männliche Energie sozusagen anziehst, ne? Das ist das, was du anziehst, der Kaiser, ne? Eine starke Person. Und die brauchst du sozusagen, diese Person brauchst du und diese Person ziehst du an auch. Ne? Also die sind auch sozusagen manchmal fixiert auf sich selbst. Ne? Das könnte ja auch gut sein, weil in dir fehlt auch ein wenig das, was ich ja vorhin gesagt habe. Das fehlt, ne, als Kind. Es sind sozusagen Erinnerungen. Wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Wie gesagt, lieber Widder, das ist ja eine kollektive Legung. Du kannst das sozusagen umsetzen. Es kann auch gut sein, dass nur ein Wort dabei ist. Aber wirklich, dieses Video ist sozusagen ein Video eher, um zu meditieren. Ne? Das ist hier kein Video, wird er sich melden. Ne? Das ist wirklich ein Video, den ich mir gedacht habe, das uns behilflich sein kann. Ne? Und das sind deine Karten. Setze bitte nur das um, was umsetzbar ist. Ne? Okay, lieber Widder, das ist alles. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen. Ne? Mach's gut, pass auf dich auf. Tschüss!